Liebe Monsieur, Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Nachmittag, einen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und ich habe mir ein Dictionary, Advanced Dictionary, Larousse, French, English, Anglais, Français besorgt. Und in der Mitte gibt es einen Abschnitt über die englische Sprache und die Entstehung der englischen Sprache, also das alte Englisch. Und das heißt Cultural Supplement, Cahier Culturel. Ja, bitte, das ist zweisprachig und ich wollte das gerne vorlesen. Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise. So. The beginning of Old English. Old English, also called Anglo-Saxon, was a West Germanic, language spoken in parts of England and the south of Scotland between around the middle of the 5th century and the middle of the 12th century. It was a language unusually rich in literature. In particular, the epic poem Beowulf has taken on national emblematic status. Und hier gibt es ein Bild, first page of the manuscript of the old English poem Beowulf, 700 bis 1000 nach Christus, première page du manuscrit du poème épique Beowulf, rédigé en vieil anglais 700 à 1000 après Jésus-Christ. Und jetzt gibt es den ganzen Text noch auf Französisch. Les origines de la langue anglaise. Le vieil anglais appelle aussi anglo-saxon qui appartient à la famille des langues germaniques occidentales. Était parlé dans certaines régions d'Angleterre et dans le sud de l'Écosse entre le milieu du 5e siècle et le milieu de 12e siècle. Cette époque se caractérise par une extrême richesse littéraire. Citons notamment le poème épique Beowulf, qui a acquis le statut d'emblème national. So, und es geht weiter mit Latin, the administrative language of Europe, le latin, langue de l'administration à travers toute l'Europe. Das ist dann die nächste Folge. Tschüss.